Für Touristen in Marokko gibt es eine neue Attraktion: Ziegen auf Bäumen. Für die Hirten sind die Ziegen in luftiger Höhe ein einträgliches Geschäft. Es sieht fast ein bisschen so aus, als hätte man sie auf die Bäume gesetzt und dort festgeklebt. Die Urlauber stört das wenig. Gibt es doch das eine oder andere tolle Fotomotiv. Oder auch eine Streichelmöglichkeit. Ein paar Kilometer weiter südwestlich, in der Nähe von Essaouira. Hier verhalten sich die Tiere ganz natürlich. Und wir sehen, dass sie wirklich auch selbst auf Bäume klettern, auch wenn das nicht immer auf Anhieb gelingt. Anders als auf dem kargen Boden finden die Ziegen auf den Arganbäumen reichlich Nahrung. Dabei bewegen sich die Paarhufer mit erstaunlicher Sicherheit durch das Geäst der Arganien. Dass die Bäume trotz der Trockenheit im Südwesten von Marokko so viel Blätter ausbilden, liegt daran, dass die Wurzeln der Arganien bis zu 30 Meter tief ins Erdreich reichen. Tief genug, um das Grundwasser anzuzapfen. Doch werden die robusten Arganien der ständigen Beweidung durch hungrige Ziegen widerstehen? In dieser Frage sind sich Wissenschaftler noch nicht einig. Manche glauben, das ständige Auslichten des Blattwerks und die mechanische Belastung der Äste durch die Hufe würde den Bäumen schaden. Andere dagegen vermuten, die Ziegen, die ja auch die Früchte und Kerne der Arganien fressen, würden mit ihren Ausscheidungen für eine vermehrte Verbreitung der Bäume an weiter entfernten Stellen sorgen.